Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wenn ihr diese Folge seht, habt ihr euch entschieden, mir weiterhin zuzuhören, wie ich nicht lesen kann. Und deswegen werden wir auch weiterlesen. So, wir nehmen jetzt dieses Terminal. Ach, ich muss erstmal diesen Typen hier vernichten, ey. Der ist so nervig. Es gibt nichts Schlimmeres als nervige... Wie bist du da hingekommen? Hast du nicht gerade unter mir? Als Leute, die ständig hier rumlaufen mit ihren Fußstapfen. Kein Wunder, dass ich nicht lesen kann. Die Pumpgun. Nette Matrix-Pose. Oh. Wo bist du? Komm her, Mädel. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Hey. Ist mir auch egal. Gibt's noch ein Stockwerk? Ich glaube nicht. Alter! Wieso bist du rumschießen? Und wo bist du denn? Hä? Ach, es gibt tatsächlich noch ein Stockwerk. Es ist das Dach. Oh, mein Steam Labs OBS hat jetzt einen App Store. Hä? Ich habe noch nicht mal was geklickt, aber ich klicke mal auf den App Store und guck mal, was das ist. Wenn das wir eh ein Ladescreen haben. Leute, ey. Ich verstehe das nicht. Wieso muss... Hallo? Spiel? Ich glaube, mein Spiel ist abgekackt. Wieso muss jeder verdammte Client mittlerweile Spiele anbieten? Und ich komme im Fallout nicht mehr rein. So. Also, hast du einen Chatdienst? Oh, ein Bauplan Kommoden. Dann zwar Discord und da ist eine Maus. Hallo Maus. Was ist denn hier los? Okay, ich habe jetzt hier eine Maus. Keine Ahnung, ich hinterfrage es jetzt einfach mal nicht. Da ist halt ein Chatdienst, Discord, und die entscheiden sich mal Spiele zu publishen. Ja, nicht zu publishen, sondern zu verkaufen. Keine Ahnung. Ich finde das halt ein bisschen seltsam. Handspannrevolver. Es ist so, als würde ich Süßigkeiten verkaufen und denke mir, ja Mensch, alle stehen auf Waffen. Ich sollte ab sofort auch Waffen verkaufen. Und da hast du neben den Kaugummis halt direkt mal 10 mm Waffen. Das, so ist das. Ich verstehe das einfach nicht, wieso man als Chatdienst Spiele verkaufen muss. Ich meine, klar, irgendwo geht es immer um Geld. Hier, guck mal, die Person ist weg. Aber trotzdem, es fühlt sich falsch an. Vor allem, wenn sie dann irgendwie so Spiele anbieten, die es dann nur auf Discord gibt, die recht gut sind, die aber keine Sau spielt, weil keine Sau Spiele von Discord haben möchte. Naja. Ich entwickle gerne Spiele, damit ich sie in Discord verkaufen kann, damit Discord mir Geld dafür gibt, aber die sie dann keiner spielt. Das ist so, als würde ich ein Programm schreiben und es, keine Ahnung, auf die Straße werfen, damit andere drüber laufen. Nur weil ich dann Geld dafür bekomme, weil irgendjemand das lustig findet. So, sorry, ich glaube heute echt scheiße. Morgens aufnehmen ist für mich schlimm. So, was haben wir denn hier alles noch? Arbeitskalender. Okay, Fanpost. Hallöchen, hier ist Ihre neueste Ladung Fanpost. Kennen wir schon. Habe ich das nicht schon gelesen? Bin aus L.A. wieder zurück. Staffel 8 war spektakulär. Ja, das haben wir alles schon gelesen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Lest das bestimmt nicht nochmal. Weil das Spiel meint, hier ist eine Quest. Ich bin ein bisschen grantig drauf, kann das sein? Oh, okay. Nichts gefunden. Wer hätte es gedacht? So, habt ihr nur mal Glück gehabt, dass ihr mir nicht zuhören müsstet, wie ich lese. Manchmal hat man auch Glück. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten.
Oh, dann gucken wir jetzt mal hier rein. So. Wir haben wohl auch alles gelesen, oder nicht? Und Olivia. So hätte es eigentlich nicht laufen sollen. Vor 2 Monaten habe ich Kryptos kopiert und an die Räder übergeben. Rachel hatte es schließlich mitbekommen und Eve davon erzählt, als ich heute Abend zurückkam. Tja, ist es sie oder ich, also habe ich sie getötet. Ich habe sie alle getötet. Es ist endlich vorbei. Ich werde den Orden verbrennen, das Haus, einfach alles, bis auf die Grundmauern. Wenn du das hier erhältst und mich wiedersehen möchtest, triff mich an meinem Geburtstag an unserem ganz besonderen Ort. Du schuldest mir noch eine Reise. Ja, genau diesen Ort sollten wir doch suchen, weil wir das schon gelesen haben. Also ich fasse zusammen. Wir haben dieses Terminal gelesen. Dann haben wir eine Quest bekommen, dass wir herausfinden sollen, wo dieser Treffpunkt ist. Dann sind wir rumgelaufen, haben in den Terminals nichts gefunden, sind zurückgekommen, haben es nochmal gelesen. Und ja, jetzt wissen wir immer noch nicht weiter. Ich zieh's einfach durch. Geh mich hier lang. Apropos, ich muss eigentlich meine Sachen reparieren, ne? Was willst du jetzt von mir? Wo ist besagter Treffpunkt? Keine Ahnung, gehen wir erstmal raus. Er scheint hier drin zu sein, oder? Ich weiß es nicht. So bestimmt ein Ausgang hier, ne? Ja. Wieso den Haupteingang benutzen, wenn man einfach die Hintertür nehmen kann, ne? Dachte sich Drachenlord auch. Ach Gott, Leute. Wisst ihr, was ich haben möchte? Stufe 35. Ich will diese Sniper haben. Ich habe dafür jetzt knapp 1500 Schuss. Wisst ihr? Und wenn ich denn 35 bin, ich schwör's euch, habe ich eine bessere Waffe. Habe ich die ganze Munition, die ich gesammelt habe. Wird mir nichts bringen. Ja gut, sie wird mir schon was bringen, weil immerhin habe ich dann 1500 Munition, die ich verschwenden kann. Hallo Radde. Ich mache hier auch noch einhändig fertig. Wo soll ich hin? Pleasant Valley. Ja, davon hat sie doch erzählt. Nicht dein Ernst. Wo ist hier ein dämlicher Feind? Boah, schon kann ich mich an. Alleine. Ja, komm. Noch mehr? So, wie sieht es mit Wasser aus? Ja, wir könnten mal wieder ein bisschen Wasser gebrauchen und essen. Das Sesperi Steak und schon so wird satt. Okay, gut, dann. So. Hat mir jetzt zwar nicht so viel Leben gegeben, aber besser als gar nichts. Reisen wir dahin. Guti. Ich habe heute übrigens, beziehungsweise gestern Nacht, überlegt. Ich habe ja 3 Zeiten. 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr. 14 Uhr läuft ja momentan Subnautica, das ja nur Montag bis Freitag läuft. Weil ja am Wochenende eigentlich Guild Wars laufen sollte. Da wir aber im Leben irgendwie nicht dazu kommen, Guild Wars zu streamen, aufzunehmen, werde ich höchstwahrscheinlich jetzt auch am Wochenende Subnautica bringen und möchte jetzt demnächst noch ein neues Projekt anfangen, was dann um 18 Uhr läuft, weil dieses Zero spielt auf was er Bock hat, funktioniert einfach so nicht. Jedenfalls nicht für mich. Weil, ja, warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich möchte so viel spielen, ich habe auf so viel Bock, aber ich krieg's einfach nicht gebrezelt. Und deswegen starte ich jetzt einfach ein neues Projekt.
damit ich was zum Aufnehmen habe. Hänge ich hier, nachdem ich 20 Folgen Fallout aufgenommen habe, hänge ich hier rum und denke mir, ja, du hast Bock aufzunehmen, aber wenn du jetzt aufnimmst, können die Leute zwar Kommentare schreiben, aber du wirst es niemals machen können, was die Leute da schreiben. Ja, und dann warte ich, bis ich wieder aufnehmen kann. Und werd faul. Na gut, gucken wir mal, dass wir hier The Mothman finden. Zur Hölle habe ich mich erschrocken. Alter. Das ist ein Fakt. Suchen wir mal den Mothman hier irgendwo auf, ne? Der wird hier bestimmt wieder rumhängen. Bist du eine Blume? Ja, Brombeeren. Nehmen wir mal mit. Ich befürchte, dass wir darauf müssen. Ach gut. Ach ja, Thema Clownskostüm. Ich lese selbstverständlich Kommentare, was ich gerade schon erklärt habe. Es gibt Clownskostüme, ja, klar, definitiv. Mir wurde auch gesagt, wo einer ist. Vielleicht werde ich den noch organisieren, aber ich glaube nicht, dass hier gegen eine Wendigo so gute Karten haben. Vielleicht, wenn ich ihn überrasche. Aber ich glaube eher, dass der Wendigo mich überrascht. Ich bezweifle stark, dass ich irgendwie ein nachtaktives Wesen überraschen kann. Ja, guck mal. Kuscheln die da? Ja. Hä? Shannon Rivers und Olivia Rivers. Haben die gekämpft oder? Ja, die sind auf jeden Fall verblutet. Also. Auge des Ra. Zerrissenes Kleid, nehme ich. Hallo, Mutter. Olivia? Warum? Wach auf! Schau dich um, Mutter! Das hier ist keine deiner Comic-Fantasien. Du bist keine Heldin. Du bist nichts weiter als eine traurige alte Frau, die sich der Welt nicht stellen konnte. Und du hast uns alle in deinen Wahn hineingezogen. Wie viele Menschen haben wir getötet? Hunderte? Wofür? Nichts ändert sich. Es wird immer mehr Raider geben. Weil sie recht haben. Es gibt keine Helden. Diese Welt gehört den Schurken. Die Starken überleben und herrschen. Und weißt du was? Ich bin die Stärkste. Dazu hast du mich gemacht. Ich bin es leid, im Schatten zu leben. Leid, Teil deiner Farce zu sein. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es wird Zeit, meinen Platz in der wirklichen Welt einzunehmen. Du bist schlimmer, als es die Raider jemals waren. Und weitaus gefährlicher. Es tut mir leid, Olivia. Du hast mir keine Wahl gelassen. Olivia, ich wünschte, es wäre gar nicht erst so weit gekommen. Eine Heldin bis zum Ende. Brody, du kannst jetzt rauskommen. Meine Güte, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das wäre es also? Ja, sie war die Letzte. Es ist vorbei. Hilfst du mir kurz? Verschwinden wir von hier. Tut mir leid. Noch eine letzte Sache. Was denn, Brody?
Tja, verkackt, selber schuld. Was ist los, Katze? Du hast Essen bekommen. Musst du mich so erschrecken? Ja, los. Geh weg. Papa ist im Aufnehmen. So, was haben wir denn hier? Achso, die hat nur Geld dabei. Ah, cool. Werde eine Herrin der Mysterien. Du musst zuerst das Gewand der Mysterien ausrüsten, bevor du das... Wer hindert mich daran? Okay, dann gehen wir halt zurück. Guck mal, da ist jemand. Wo sollen wir die töten? Einfach mal so just for fun. Könnte ich machen. Ich bin immerhin eine Herrin der Mysterien. Und er nicht. Muss meinen Hauptsitz bewahren. Ich wirke so ein bisschen alkoholisiert, ne? Aber ich habe wirklich nur Energy hier drin. So. Kann man das eigentlich sehen hier? Ich, man sieht meinen Boden. Guck mal hier. Sollte ich verdecken oder irgendwie mal die Kamera umpositionieren. So. Man sieht trotzdem noch so eine Ecke, ne? So. Okay, hups. War ich nicht. So. Dann wollen wir mal die Questreihe abschließen. Das ist unsere erste Questreihe, die wir abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, was die Katze heute hat. Aber ich glaube, ihr habt's gesehen, als er mir auf die Schulter getippt hat. Das macht er immer gerne. Immer wenn er irgendwas will. Nee. Adieu. Willkommen, Sucherin. Das sieht irgendwie ein bisschen albern aus, oder? Wie da so ein dicker Kerl da steht. Am PC. Ja, leg dich mal in, Katze. So, Kryptos. Herrin oder Oberin? Oberin, ne? Ist ja auch gar nicht nervig. Mission erstellen? Als Mentorin? Nee, ne? Beförderung autorisieren. Herrin der Mysterien. Mich. Okay, so. Du hast den Titel Herrin der Mysterien erhalten. Als Herrin bist du jetzt ein vollwertiges Mitglied des Ordens. Von dir wird erwartet, dass du den Namen und die Tugend von Herrin der Mysterien in Ehren hältst und den jüngeren Schwestern als Mentorin und Vorbild dienst. Ausgabe von Herrin Rang Holoband abgeschlossen, okay. Herzlichen Glückwunsch, Herrin. So, nun? Muss ich jetzt erstmal hier zum Hans-Dingens-Kirchens gehen und mir da irgendwas abholen, oder? Ich guck mal noch mal kurz her. Dieses Rumgeschosse. Die nervigen Hintergrundgeräusche nerven. Missionsberichte. Gut, da haben wir nichts mehr. Datenbankanfragen. Okay. Administratore Dingens als Mentorin registrieren. Oh gut, haben wir nichts. Zugang autorisieren. Büro der Oberin. Achso. Ja, cool. Das Handbuch. Kryptos, nö.
Muss ich da jetzt hier hingehen? Hä? Ich habe nur ein zerrissenes Kleid. Ja gut, dann ziehe ich das zerrissene Kleid an und dann... Gewandte Mysterien. Aber wo bekomme ich das her? Das ist aber hier die Frage. Achso, nee. Ich hab keine Ahnung. Scheiß rum. Wie soll man sich denn konzentrieren, wenn hier irgendwie die ganze Zeit rumgeschossen wird? Ganz ehrlich. Das ist so nervig. Dämliches Spiel. Wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Mission zu teilen. Ist auch nichts. Kann ich mich noch mehr weiter befördern? Nö, ich bin ja schon während der Mysterien, ne? Keine Ahnung. Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich kann mich echt nicht konzentrieren, wenn hier die ganze Zeit rumgeschossen wird. Ich mach mal die Tür auf. Willst du hier rein? Komm mit. Hier ist nichts. Gott, gehen wir hier weg. Das ist so nervig. Ist mir egal. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier die ganze Zeit geschossen wird. Auf was zur Hölle schießt ihr überhaupt? Ich werde euch jetzt töten. Da! Ich hab's doch gesehen, wie du hier auf den Boden schießt. Mr. Wallhacker. Meine Fresse, ey. Oh. Spürt ihr das, wie eure Nerven so langsam sich beruhigen? Das ist ein schönes Gefühl. Genau, haltet einfach mal die Fressen. Gibt es überhaupt eine Mehrzahl von Fresse? Ich weiß es nicht. Halt's Maul, Mann, ey. Ruhe und Frieden. So. Ja, finde ich ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Kümmern wir uns um andere Quests. Ich meine, ich werde es im Endeffekt eh nicht tragen. Warte, warte. Man kann doch nicht einfach alles töten. Gut, mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir haben noch hier die hast du nicht gesehen, Rüstung, ne? Die Baggerrüstung. Die können wir machen. Alles eine gute Idee. Aber Leute, ich werde jetzt erstmal diese Folge beenden. Ich muss mich nämlich jetzt mal ritzen. Weil mich das echt nervt. Nein, ich ritze mich nicht. Alles gut hier, alles sauber. Seht ihr, alles sauber. Ich werde jetzt erstmal gucken, was die Katze haben möchte. Damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Kann ich wenigstens nochmal eine Folge hochladen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.